Hallo und willkommen zum Testcheck. Diesmal schon wieder mit dem unlustigen Kai. Ihr könnt mir echt glauben, ich habe mich mit Händen und Füßen dagegen gewehrt, das Ding zu machen. Aber Henry kam mit dem ultimativen Totschlagargument. Wenn ich den Testcheck mache, ziehst du mit dem Master Chief los. Ah! Dann doch lieber den Testcheck. Und los geht's mit Blazing Angels 2 Secret Missions of World War II für die Xbox 360. Sieht jetzt auf den ersten Blick irgendwie genauso aus wie der erste Teil. Allerdings ist es technisch deutlich aufgebohrt. Beim hektischen Geballer fliegen euch mehr Trümmer um die Ohren und sogar am Boden tut sich was. Wer in der Hitze des Gefechts die Zeit findet, darauf zu achten, kann Panzern und Soldaten beim Kampf zuschauen. Was gibt's sonst noch zu erzählen? Henry meint, der Schwierigkeitsgrad wäre ein bisschen unausgegoren. Kann ich jetzt aus dem Stegreif leider nicht beurteilen, weil ich nur kurz in die erste Mission reingespielt habe. Und da kam mir eigentlich alles so leicht oder schwer vor wie im ersten Teil. Was ich besonders cool fand, ist der Einstiegslevel. Der spielt nämlich in der Gegenwart, wo ihr als Weltkriegsveteran coole Stunts zeigen müsst, während ihr euch mit der Steuerung vertraut macht. Der Rest des Spiels ist dann so eine Art Rückblende, in der sich der Opa in der fliegenden Kiste an seine ruhmreichen Taten von damals erinnert. Schönes Spiel. Wer den ersten Teil mochte, macht damit nichts falsch. Wo wir gerade bei Falschmachen sind. Ich habe hier so ein komisches Ding von unserem Lieblingshersteller Midas Interactive. Nennt sich They Came From The Skies und soll wohl eine spielerische Hommage an B-Filme aus den 60er Jahren darstellen. Boah, wenn ich mir das so ansehe, hatten die damals aber irgendwie bessere Technik. Ich kann mich zumindest nicht erinnern, in den ganzen Klassikern, in denen Flugzeugmodelle gegen Spielzeug-UFOs antreten, jemals so einen lächerlichen Triebwerksstrahl gesehen zu haben. Triebwerksstrahl, nennt man das so? Egal. Und das, obwohl das Spiel mit der PS2 Emotion Engine angetrieben wird. Hätten die nicht wie in den guten alten Flash Gordon Serien einfach eine Wunderkerze hinten dran pappen können? Buah. Aber immerhin, wenn man mal vom Triebwerksstrahl absieht und die Aufmerksamkeit auf die wunderschönen Bitmap-Wolken oder den beinahe nicht als solchen zu erkennenden matschigen Untergrund richtet, merkt man, dass durchaus noch mehr in dem Spiel steckt. Ja, genau. Noch mehr schrottige Technik auf PS1-Niveau. Auch die Steuerung ist nämlich unglaublich daneben und verdient den Namen eigentlich gar nicht. Tut euch und mir einen Gefallen und gebt dafür kein Geld aus. Wenn euch ein verzweifelter Händler das Ding umsonst mitgeben will, um den Scheiß loszuwerden, berechnet ihm 10 Euro Entsorgungsgebühr. Ganz ehrlich, als Hersteller würde ich mich in Grund und Boden schämen, sowas wie They Came From The Rots zu veröffentlichen und auch noch Geld dafür zu verlangen. Boah, schnell weiter zum nächsten Spiel. Haha, da haben wir doch gleich noch ein Spiel, das sich an billigen Invasionsfilmen orientiert. Earth Defense Force 2017 für die Xbox 360 hat mit dem Raumschiff-Shooter Earth Defense Force vom Super Nintendo nichts zu tun, sondern schickt euch als taffen Soldaten in den Kampf gegen Rieseninsekten und Kampfroboter, die durch die Häuserschluchten futuristischer Städte toben. Technisch ist das Ding auch nicht unbedingt auf dem neuesten Stand. Da ploppen schon mal 10 Meter vor euch Grasbüschel und andere Dinge auf, die Texturen sind eher nicht der Rede wert und die Animationen kann man sowieso vergessen. Aber irgendwie macht das Ding Laune. Ich habe mich beim Anspielen dabei ertappt, wie ich eine Welle Riesenameisen nach der anderen in die ewigen Jagdgründe geschickt habe. Nur ein Blick auf die Uhr und der Gedanke an Dave, der mich zu Kleinholz verarbeitet hätte, wenn die Vertonung nicht bald im Kasten gewesen wäre, haben mich dann schließlich dazu gebracht, doch noch ein paar andere Spiele anzuschauen. Wer Earth Defense Force für wenig Geld findet und auf abgefahrenen Monster Trash steht, darf's gerne mitnehmen. Erwartet aber keine ausgereifte Technik oder gar Abwechslung. Erinnert ihr euch noch an den Star Wars Pod Racer für Dreamcast und N64? Fatal Inertia, ebenfalls für die Xbox 360, ist so eine Art Klon davon. Allerdings einer von der Sorte, die der Imperator bei seiner Klonarmee sofort aussortiert hätte.
Das Spielprinzip ist simpel. Ihr rast mit einem Gleiter über Rundkurse, die sich zwar thematisch voneinander unterscheiden, aber deren Beschaffenheit so gut wie keinen Einfluss auf das eigentliche Rennen hat. Mein Hobel hier erinnert mich so ein bisschen an den Zylonengleiter aus Kampfstern Galactica in Arm. Naja, jedenfalls sind auf der Strecke Power-Up-Stationen verteilt, die euch beim Drüberfliegen Waffen bescheren. Richtig coole Sachen sind da allerdings nicht dabei, aber das ist nur konsequent, weil das Spiel auch nicht so richtig cool ist. Genau wie die Steuerung, die irgendwie kein Rennfeeling aufkommen lässt. Das ist alles eine ziemlich zähe Angelegenheit. Auf der Packung steht zwar was von wegen, die nächste Generation der Rennspiele ist da, aber so sehr ich mich auch umgeschaut habe, ich konnte keine nächste Generation entdecken. Ich glaube fast, die reist mit Verspätung. Fatal Inertia ist zwar kein Totalausfall, aber den Kauf solltet ihr euch trotzdem gut überlegen. Und schon wieder Aliens. Diesmal aber keine riesigen, sondern schleimige. Naja, die sollen zumindest schleimig sein, aber die klobige Spargrafik bringt es nicht so ganz rüber. Alien Syndrome für Wii ist eine direkte Portierung der PSP-Version, bei der nur die Steuerung ein kleines bisschen angepasst wurde. Vergleicht mal das Ding hier mit Metroid Prime 3. Na, fällt euch was auf? Sega scheint die Wii irgendwie nicht ernst zu nehmen. Wie sonst soll man sich erklären, dass die durchaus vorhandenen grafischen Fähigkeiten der weißen Kiste konsequent ignoriert werden? Ist aber für Wii-Besitzer nichts Neues und dürfte ja auch nicht so stark ins Gewicht fallen, wenn wenigstens der Spielspaß stimmen würde. Und was soll ich euch sagen? Der rutscht schon nach wenigen Minuten in den Keller, weil sich die ständig gleichen Monster immer und immer wiederholen, beziehungsweise in bester 16-Bit-Manier später einfach die Farbe wechseln und mehr Treffer vertragen. Sorry Sega, aber so geht's nicht. Man könnte fast meinen, die eigene Spielebibliothek wäre den Japanern nichts wert. Wie sonst soll man sich vergeigte Remakes wie Shinobi, Altered Beast oder jetzt auch Alien Syndrome erklären? Verlassen wir die Raumstation des Grauens mal lieber schnell und wenden uns dem nächsten Spiel zu. Zu NBA Live 08 kann ich jetzt nicht so wahnsinnig viel sagen, weil Basketball einfach nicht mein Ding ist. Was mir beim Anspielen wirklich gut gefallen hat, ist die Idee mit den farbigen Hotspot-Markierungen. Das hilft mir als Spieler ganz gut weiter, ist allerdings anfangs noch ziemlich unübersichtlich. Weniger gut gefallen hat mir die ziemlich überladene Steuerung, die aber scheinbar so gut wie identisch zum Vorgänger ist. Wenn man sich als Basketball-Fan reingefuchst hat, ist das bestimmt super. Ich bevorzuge allerdings simplere Sachen wie das gute alte NBA Jam. Ja, was bleibt noch zu sagen? Ja, das hier ist die Version für Xbox 360. Mehr Infos findet ihr im Heft. Ein Pinguin auf einem Surfboard. Na, wenn das nicht das Spiel zum Filmkönige der Wellen ist. Ich hatte beim Einlegen eigentlich billigen Lizenzmist erwartet, wie das bei solchen Dingern eigentlich die Regel ist. Aber soll ich euch was sagen? Das Spiel macht auf seine Art richtig Spaß. Ihr solltet natürlich keine ausgeklügelte Surfer-Simulation erwarten, aber das will das Spiel auch gar nicht sein. Könige der Wellen richtet sich vor allem an jüngere Spieler und konfrontiert euch daher nicht mit einer komplexen Steuerung, sondern beschränkt sich aufs Nötigste. Und das muss ja nicht unbedingt gleich schlecht sein. Zusammen mit der liebevollen Aufmachung ergibt das ein nettes kleines Spielchen für den zockenden Nachwuchs. Oder die Freundin, die bestimmt hin und weg ist, wenn sie die Pinguine sieht und auch noch mit der Steuerung klarkommt. In diesem Sinne, Gruß an die Welle und weiter zum nächsten Spiel. Schluss mit niedlich, jetzt wird's barbarisch. Conan für Xbox 360 und PS3 schickt euch im besten God of War-Stil durch die Fantasy-Welt von Romanautor und Conan-Erfinder Robert E. Howard. Mit den gleichnamigen Schwarzenegger-Filmen hat das Spiel allerdings nichts zu tun. Auf der E3 habe ich dieses Jahr schon ein Level anspielen können und war hin und weg angesichts literweise Pixelblut und rumfliegenden Körperteilen. Sowas gehört bei Conan einfach dazu. Und außerdem war das Gesplatter so übertrieben, dass man es eigentlich nicht ernst nehmen konnte.
Naja, jedenfalls hat mich fast der Schlag getroffen, als ich dann die deutsche Testversion eingelegt habe. Ihr seht's ja selbst. Da suppt überhaupt nichts mehr. Höchstens ein paar verhaltene Spritzer kann man noch erkennen, wenn man genau hinschaut. Wenn ich ganz ehrlich bin, macht das in der Form keinen Spaß mehr. Wenn man nämlich den Gore-Faktor abzieht, bleibt ein simples Geschnetzel übrig, das mit den immer gleichen Gegnern und so gut wie null Abwechslung langweilt. Und noch was. Warum soll ich neue Finishing-Moves lernen, wenn ich außer ein bisschen rumgehampelt von unserem Vorzeigebarbaren keine Unterschiede erkennen kann? Das erinnert mich doch verdächtig an die deutsche Version von Blood Rain 2. Ohne Blut war da mit dem Spielspaß auch nicht mehr viel los. Und damit sage ich Tschüss bis hoffentlich nicht zum nächsten Mal. Das soll dann der Kollege Ernst ruhig wieder selbst machen. Ich hatte nicht erwartet, dass mein Retter so stark ist.